Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von XCOM Enemy Within. Und zwar sind wir, haben gerade gar keine Mission offen. Wir sind gerade kurz davor, das Satellitenkontrollzentrum fertigzustellen. Und ein Kommentar hat mich darauf hingewiesen, ich habe wirklich etwas vergessen. Und zwar habe ich sehr wenig Satelliten gebaut. Und zwar nur einen, der sich im Bau befindet, der auch nach dem Satellitenkontrollzentrum fertig wird. Ich habe aber auf jeden Fall Platz für mehr. Nichtsdestotrotz habe ich sowieso nicht das Geld momentan, mir mehr zu bauen. Von daher ist das relativ unerheblich. Ich gebe trotzdem noch den zweiten im Bau, damit wir den so schnell wie möglich bereit haben. Und dann scannen wir mal nach Aktivität. Der Ratsbericht ist ja bald. Satellitenkontrollzentrum bereit. So, wunderbar. So. Wir sind vom bisherigen Erfolg des XCOM-Projektes sehr beeindruckt, Commander. Die letzten Ergebnisse haben unsere Erwartungen übertroffen. Und so etwas sagt dieser Rat nicht einfach so. Yay, wir haben mehr Zeug bekommen. Ich bin auch der Meinung, wir sollten Großbritannien einen Satelliten gönnen. Denken Sie daran, wir behalten sie im Auge. Der braucht aber noch ein bisschen, glaube ich. Also ich glaube, wir haben jetzt gar keinen mehr fertig. Und ich habe noch einen Kommentar bekommen bezüglich... können wir gerade einen starten? Warte mal. Wir haben, glaube ich, gar keinen. Satellit vorhanden. Keine Satelliten verfügbar. Hier würden wir sogar 100 pro Monat bekommen, wenn wir hier einen hinschicken. Wir haben in Mexiko, das gehört nämlich zu Nordamerika und nicht zu Südamerika, wo ich jetzt gerade einen Jet zu stehen habe. Das ist ziemlich blöd, deswegen muss ich mal in den Hangar gehen. Und den hier transferieren, und zwar nach Nordamerika. Bestätigen. So, nee, du bleibst da. Ich möchte mir dich nochmal kurz angucken. Waffe können wir noch nicht ändern. Wir haben bisher nur die Avalanche-Raketen. Später gibt es dann natürlich noch verschiedene Waffen, die man da erforschen kann. Die neuen Techniker sind so heute Morgen eingetroffen, Commander. Das ist alles noch am Bau. Hier unten froh. Kraftwerk ist auch im Bau. Der kleine Eindruck, den ich von ihrer Technologie wundervoll habe, sagt... Und dann scannen wir wieder nach Aktivitäten. Ganz schön viel auf einmal fertig geworden. Ein Satellit wird erst in 5 Tagen fertig, aber unser Kraftwerk ist fertig. Und unsere Werkstatt auch. Das Kybernetik-Labor braucht noch 5 Tage. Ja, ich bin immer noch so ein bisschen kränklich, beziehungsweise es fängt so langsam an. Ich versuche schon ganz viel Tee zu trinken, bin schon fleißig dabei, damit ich das irgendwie aufhalte, aber ihr kennt das ja. Falls ich mich deswegen ab und zu mal ein bisschen verstecke oder ein Wort verschlucke oder eine Silbe, dann nimmt mir das nicht übel. Ich versuche mich dann natürlich noch zu verbessern. Aber ja, so. Waffenfragmente sind fertig untersucht, erforscht. Dadurch können wir jetzt einen Scope bauen. Das gab es auch schon früher. Verbessert die Zielsicherheit, die Treffsicherheit. Und so, dann können wir mal überlegen. Experimentalkriegsführung, Alien auf Computer, Strahlenwaffen sind ganz interessant. Die Autopsien sind natürlich auch immer interessant. Was machen wir als nächstes? Ich bin der Meinung, das kostet, das nimmt nur 5 Tage in Anspruch, dass wir das L-Material mal untersuchen. Dann kriegen wir nämlich die Westen, das weiß ich noch. Und dadurch werden unsere Einheiten etwas robuster, was natürlich von Vorteil ist. Jetzt gehen wir mal wieder nach Aktivitäten. Commander, unsere Satelliten sind bereit und startklar. Wundervoll. Auf Ihren Befehl kann der Einsatz erfolgen. Ein weiterer Satellit ist fertig. Den würde ich dann jetzt mal nach Großbritannien schicken. Belohnung 3 Wissenschaftler pro Monat. Das ist auch gut. Gestartet. Und dann sind die nicht mehr, haben die nicht mehr so ein Paniklevel. Das nervt mich ehrlich gesagt, dass in Mexiko, ausgerechnet in Mexiko, wo wir einen Satelliten hingeschickt haben, die Panik so hoch ist. Warte mal, was würden wir denn in Brasilien bekommen? Ein Satellit, 2 Satelliten. Bonus gewusst wie. Hier würden wir All-In bekommen, wenn wir in Südafrika alle reinsetzen, 3 Satelliten. So bekommen wir da nur einen Ingenieur pro Monat. Hier kriegen wir 2. Achso, 2 Satelliten in Großbritannien aktuell. In Europa, ach crap. Naja, egal, ist nicht so wichtig. Ja, ich habe nicht darauf geachtet. Die zählen natürlich immer hier zusammen. Das ist Europa, ne? Bis auf das, das ist noch Asien, ne? Also hier China, Japan, Indien, ist klar. Das ist, Kontakt, aber ich denke nicht, dass er etwas mit der UFO-Aktivität zu tun hat. Was? Das ist Asien.
Und je nachdem, wie viele Satelliten man in einem Kontinent hat, bekommt man eben verschiedene Boni. Und zum Schluss bekommt man dann tatsächlich den Bonus des jeweiligen Landes, den man am Anfang auswählen konnte. Jetzt habe ich gerade den zweiten Satelliten in Europa stationiert, was eigentlich nicht so intelligent ist, weil, also für den Bonus auf jeden Fall nicht. Aber auf der anderen Seite, Großbritannien ist an sich wertvoll, bringt uns halt relativ viel Geld pro Monat, dadurch, dass wir dann Satelliten jetzt hingesetzt haben. Und ja, wir bekommen noch ordentlich Wissenschaftler her. Als nächstes sollten wir trotzdem hier vielleicht gucken, dass wir Mexiko, Brasilien oder Südafrika so in die Richtung gehen. Aber mal schauen. Ich werde jetzt noch keinen weiteren Satelliten erstmal in Bau geben. Wobei, 66. Die sind halt verdammt wichtig, das ist das Problem. Impulsbogen habe ich. Scope. Wir können mal 3 Scopes herstellen. Oder 2 Scopes. Und einen Satelliten werde ich noch herstellen. So. Und dann geht's weiter. Das Kybernetiklabor ist fertig. Eine der neuen Einrichtungen. Ich bin gespannt, was es da gibt. Das möchte ich mir gleich mal angucken. Die Soldaten, die sich freiwillig in eine Mech-Einheit verwandeln lassen, opfern viel. Aber sie geben nicht alles auf, was sie vorher ausgemacht hat. Ein Mech-Soldat kann auch einige seiner früheren Trainings- und Kampffertigkeiten im Einsatz mit dem Cyberanzug anwenden. In dieser Einrichtung können wir mechanische Exoskelett-Cyberanzüge, Mechs, entwickeln und unseren Soldaten die Kybernetik-Interfaces implantieren, 3 Tage, durch die sie die Mechs in der Schlacht einsetzen können. Wir beraten uns mit Dr. Wahlen bezüglich der nötigen Amputationen und beginnen schnellstmöglich mit der Einpflanzung der Cyberanzug-Interfaces. Das ist eigentlich voll krass, ne? Man operiert Menschen um. Verzerrungsfeld, Verbündete in der Nähe und in Deckung erhalten 10 Verteidigung. Das ist sehr interessant. Sobald die erforderlichen Amputationen vorgenommen worden sind, werden unsere Techniker... So, das sind unsere beiden Prototypen quasi. Ich bin echt gespannt. So, neues Forschungsprojekt. Unsere Legierung bzw. unser Alien-Material ist fertig. Dadurch bekommen wir die Nanofaserweste, die wirklich gut ist, um ein bisschen mehr Leben bzw. Verteidigung zu bekommen. So, Experimentalkriegsführung. Dann würde ich sagen, machen wir mal eine Sektoiden-Autopsie. Die geht auch relativ schnell. Die Autopsie der von Ihnen sichergestellten Aliens erbrachte einige interessante Ergebnisse. Das Forschungsteam bezeichnet diese Variation als Sektoid. Das ist schön. Ist noch nicht mal fertig, aber wir kriegen schon die Information. Commander, wir haben einen neuen Kontakt. So. Das Signal ist diesmal jedoch ein wenig stärker. Abfangjäger starten. Das ist jetzt, glaube ich, ein etwas größeres Schiff. Bereit für Nahkampf. Immer schön die Taste, Maus über Abbruch haben. Boah, ist das ein Riesenschiff. Boah, wir haben es geschafft. Sehr gut. Juhu. Und Skyranger losschicken. Sturm, Schwer, Scharfschütze, Unterstützung sieht mir gut aus. Ich werde nur mal gucken, dass wir... Ach, wir haben jetzt noch gar keine Weste. Warte mal, dann kaufe ich mir kurz eine. Zurück zur Einsatzbesprechung. Wir machen das gleich. So eine Nanofaserweste hätte ich ganz gerne. Ja, gib mir 2. Sind zwar jetzt nicht mehr wirklich... auf ordentlich viel Geld, aber so, Skyranger losschicken. Hier möchte ich nämlich auf jeden Fall eine Nanofaserweste geben. Ach, geht noch gar nicht. Damit. Ah doch, hier unten. Wobei, oh, das ist eine gute Frage. Eigentlich brauchen wir, wir wollen ja so eine Viecher gefangen nehmen, deswegen gebe ich ihr doch den Pulsbogen mit, weil sie meistens sowieso am nächsten dran ist. Und dann gebe ich dir hier den Scope mit. Du brauchst nämlich keine Granate. Du nimmst den Scope mit, hast du mehr Präzision. 10 Präzision bringt uns das. Und du bekommst, du hast sowieso den Raketenwerfer bei, ne? Du kriegst deswegen wahrscheinlich gar nichts anderes mit. Ah doch, dann kriegst du eine Nanofaserweste angezogen. Und den Supporter, dem gebe ich auch mal eine Nanofaserweste.
Wobei eine Granate, eine Splittergranate nehme ich mal mit. Wir müssen mal gucken, dass wir unsere Offiziersschule ausbauen. Dass wir mehr Truppen mitnehmen können. Aber momentan ist es natürlich noch ein bisschen eingeschränkt. Ein bisschen wenig. Bereit machen zur Landung. Vier Mannequins. Mexiko ist das Ziel der nächsten Mission. Das UFO ist in ein dicht besiedeltes Stadtgebiet gestürzt. Wir müssen hin und das Gebiet sichern, bevor eine Panik ausbricht. Bevor eine Panik ausbricht. Cool, cool. Wieder eine Stadtgebietsmission. Ich finde die ja echt ganz nett. Ich fand die letzte Stadt auch echt cool. Keine Feindberührung beim Vorrücken auf die Absturzstelle. Strike One ist bereit, das Raumschiff zu sichern. Verstanden, Big Sky. Strike One hat die Erlaubnis zum Stürmen. Stürmen will ich jetzt noch nicht so krass, aber Dankeschön. Du kommst mir mal hier hin. Bleib mal da. Yo, wo gehe ich mit dir hin? Bin unterwegs. Gut. Drücke vor. So. Dann warten wir mal ab. Mal gucken, ob jetzt schon sich irgendwelche Aliens zeigen oder ob wir erstmal vorlaufen müssen. Nee, zeigt sich noch nichts. Aber wir haben die Meldquelle. Die ungefähre Meldquelle entdeckt. Okay. Ich kann die Ware sehen. Da ist Meld. Dann kommst du mir mal hier hin. Da wo Meld ist, da wird garantiert auch ein Alien sein. Bisher noch nicht. Ich spurte mal mit ihm hier nach oben. Bisher ist da tatsächlich noch gar nichts. Ich mach mich los. Bisher ist da tatsächlich echt noch gar nichts. Interessant. Das hört sich übrigens nicht nach Sektoiden an. Bist du der schwer gepanzerte? Ja, du bist es. Dann bewege ich dich mal hier hin. Du kannst das sehen. Sniper ist auch in der Nähe. Dann können wir das nächste Runde auf jeden Fall einsammeln. Ich schätze mal, die Absturzstelle wird hier irgendwo sein. Auf jeden Fall ziemlich groß, habe ich den Eindruck. Dass die Map ein bisschen größer ist. Gehen wir mal hier hin. Okay, bleib mal da. So, mit dir bin ich jetzt. Oh, so viel eben. So viele Ebenen. Ich bringe ihn einfach mal hier nach oben. Und ich würde fast sagen, dass ich ihn auch mit nach oben hole. Unterwegs. Unseren Scharfschützen. Okay, du bleibst hier. Du bleibst hier. Und dann ist nächste Runde. Da kommen ja zwei Sektoiden. Guck mal einer an. Ach, daneben. So. Meld haben wir. Hier drüben ist was. Eieiei. Drei Männer. Drei dünne Männer. Das ist ja mehr als uncool. Wo unser Scharfschütze kann schießen. Komm, treff. Jawohl. Sehr schön. Okay. Bring ich sie mal hier hin. Ja, triffst du nicht. Den triffst du nicht.
Das Problem ist, dass hier hinten Sektoiden sind. Ich werde erstmal ihn bewegen. Und bis zur nächsten Deckung ist es überall total weit. Ich bewege ihn mal hier hin. In der Hoffnung, da oben ist nichts. So, aber ich habe da unten was gefunden. Dann kann er nämlich da runter schießen. Außer sie ballern ihm jetzt die Deckung weg. Bin unterwegs. Na, komm mal vor. Und du bleibst mir mal als Feldposten hier. Wobei ich glaube, dass sie, wenn die sich bewegen, schießt sie halt sofort. Das ist natürlich weniger cool. Ah, er schießt nach oben. Wie, er trifft? Er ist hinter einer großen Deckung und ist auf einer ebenen Position und er trifft. Das gibt's doch einfach nicht. Was ein Scherz. So, komm schon, roll um, jawoll. Oh Gott, er kann da gar nicht schießen. Beweg dich mal hier hin, von da wirst du bestimmt schießen können. Oh je. Autschen. Komm, treff, treff, treff. Ach, verdammt. Ah, Mist. Ich muss schauen, wie ich jetzt am besten mit dem da hinten umgehe. Wenn ich hier hinschieße, treffe ich dann. Wir probieren es mal. In der Hoffnung, dass ich ihn treffe. Ich habe keine Lust, dass der oben meinen Supporter weghaut. Oh, das war was. Okay, das haben wir geschafft. Jetzt haben wir sie hier noch. Mit ihr muss ich so oder so spurten. Bin unterwegs. Komm mal hierher. So, sie gibt mal mit der Pistole Deckungsfeuer. Hoffentlich können sie da jetzt nicht sofort den da unten treffen. Ah ne, sie können sie treffen. Okay, das passt aber, das ist okay. Position bestätigt. Gehen wir mal hierher. Bringt uns nicht viel. Kannst mal da hinspurten. Okay. Schade, das Meld geht wahrscheinlich bald hoch, aber das schaffe ich halt nicht in der Zeit. Ich werde dann ihr mal da Deckung geben. Kampf unterwegs. Eine Rauchgranate. Weil ich möchte ganz gerne einen in Bewegung. Einen betäuben. Deswegen werde ich aber den einen, der jetzt viel HP hat, diesmal schieße ich extra den ab, der sich nicht verbunden hat, sondern der, damit der andere überlebt einfach. Okay. Nee, du musst dich nicht zurückziehen. So, komm mal her. Geht's mal dahin. Okay. Dann gibt's du Deckung. Nicht zurückziehen, bitte. Bleib da. Okay. Du kannst ruhig auf den schießen. Das ist sogar in Ordnung. So. Ich werde mich jetzt direkt vor ihn bewegen. Und dann mit meinem Betäubungsschuss rauf. Ach, sehr gut. Jetzt können wir uns auf das Verhör vorbereiten.
Wir haben es geschafft. Okay, wir müssen da immer noch rein, dummerweise. Also allzu viel haben wir noch nicht geschafft. Unterwegs. Gehen wir mit dem darüber. Und du deckst mal von da unten. So. Du bleibst da oben, du kannst aber mal nachladen. Nee, du nicht, du nicht. Du kommst mir mal her. Spote dahin. Kann sein, dass wieder so ein Energiewesen kommt. Bin unterwegs. So. Bin unterwegs. Du lädst auch mal nach. Kann weitergehen. Eigentlich möchte ich den ganz gerne hier behalten. Ich bin auch am Überlegen, ob ich die hier oben hinsetze, weil er hat so eine erhobene Position. Das mache ich mal. Ich bringe mal den Scharfschützen nach oben. Und dann passt das. Okay, schauen wir mal, was wir hier drin haben. Mal hier rein. Da ist nichts weiter. Dann bringe ich dich auch mal rein. Okay. Jetzt mal zu dem Punkt. Ja gut, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als sie alle zu Feldposten zu machen gerade. Habe ich gerade versehentlich Präzisionsschuss benutzt? Ich hoffe mal nicht. Ja, es war klar hier gerade. Was war das für ein Geräusch? Zu wird auf jeden Fall irgendwas sein. Bestätige. Jetzt aber nicht da direkt vorsprinten. Naja, muss ich ja. Dann gehe ich mit dem jetzt dahin. So. 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 Mensch, das dauert aber ganz schön lange, die Mission hier gerade. Was war das für ein Geräusch? Wie viele hier wohl noch unterwegs sind, Mensch? Wir in Position. Nein, du sollst nicht feuern. Du sollst hier aufmachen. Feinde gesichtet. Na, war klar, dass das so ein Elektro-Ding ist. Oh, warte mal, vielleicht schaffen wir das. Yes. So, leider nur ein Kanister. Aber dafür haben wir zwei Alien-Körper gefangen genommen. Also ich meine, wir können auch beide gefangen nehmen. Und müssen nicht einen, können nicht nur einen gefangen nehmen. Ist das alles, was von der Kreatur übrig ist, die wir einfangen wollten? Ja, vielleicht haben wir die Quelle der seltsamen Messwerte gefunden, die wir empfingen, als wir ihm zum ersten Mal begegnet sind. Worum handelt es sich, Doktor? Wir sind uns nicht ganz sicher. Es ist organischer Natur, aber extrem magnetisch. Und es scheint äußerst schwach innerhalb eines elektromagnetischen Spektrums zu schwingen. Derzeit ist noch unklar, wie oder... Vielleicht... fehlen Ihnen ganz einfach die Fachkenntnisse, um das zu verstehen, Doktor. Falls es stimmt, was Sie sagen, dann ist dieses Objekt eine Antenne, die ein Signal empfängt. Dieses Signal, können wir es zurückverfolgen? Nein, zumindest bis jetzt noch nicht. Zuerst müssen wir seinen Verschlüsselungsalgorithmus bestimmen. Mein Team kann das machen. Dann werde ich mich auf die Entwicklung einer Schnittstelle zwischen dem Objekt und unserem globalen Kommunikationssystem konzentrieren, damit wir das Signal nachverfolgen können. Demnach sollten wir unsere Priorität auf die Erforschung dieses Kristalls richten. Na, wunderbar. Soweit, so gut. Und wir haben schöne Beförderung. Das machen wir aber im nächsten Part. Ich wünsche euch was. Euer Rio. Ciao.